Berlin nimmt in Deutschland eine Vorreiterrolle ein, wenn es um drogenpolitische Verbesserungen geht. Es ist nicht alles in Berlin machbar, weil wir die Bundesebene über uns haben und eben da bei Modellprojekten große Schwierigkeiten sind. Aber wir haben jemanden in Berlin und wir haben mehrere Leute in Berlin, aber besonders auch einen, der sich für das einsetzt, was von Berlin aus möglich ist. Er ist der innenpolitische Sprecher und drogenpolitische Sprecher der Linksfraktion in Berlin. Er treibt unter R2G drogenpolitische Verbesserungen voran wie Drug-Checking, Drogenkonsumräume, Naloxon-Programme und Cannabis-Modellprojekte. Hier ist die Bühne für Niklas Schrader. Ja, hallo. Ja, ich bin ja hier für die Linke in der Berliner Landespolitik unterwegs und wir haben ja immer mal wieder so Schlagzeilen hier in der Lokalpresse, die lauten, ja, Berlin ist die Drogenhauptstadt und die Drogenkriminalität ist so hoch und es gibt so und so viele Drogentote und alles ganz, ganz schlimm. Und dann rufen mich manchmal Journalisten an und fragen, ja, sagt mal, wollt ihr denn wirklich so eine liberale Drogenpolitik in Berlin machen? Wollt ihr wirklich nicht Null-Toleranz-Zonen machen oder so? Wollt ihr nicht mal wieder die Eigenbedarfsgrenze senken, die in Berlin so hoch ist? Oder wollt ihr nicht mal ein paar Hundertschaften in den Görlitzer Park schicken, damit ihr da mal wieder richtig aufräumen? So, und dann sage ich, nein, wir machen diese liberale Drogenpolitik genau deswegen, weil wir wissen, Repression und Verbote helfen nichts. Sie dämmen den Schwarzmarkt nicht ein, sie dämmen die Kriminalität nicht ein, sie helfen nicht denjenigen, die Probleme haben mit den Substanzen, die sie nehmen und mit ihrem Leben, das dazugehört, sondern sie machen alles nur noch schlimmer und deswegen machen wir das in Berlin auch weiter und halten daran fest. Was machen wir in Berlin genau? Ich habe es schon gesagt, wir haben eine ziemlich hohe Eigenbedarfsgrenze, die ist schon ein bisschen älter, die ist die höchste zusammen mit Schleswig-Holstein in Deutschland. Wir haben die Null-Toleranz-Zone im Görlitzer Park abgeschafft. Das haben wir schon 2016 gemacht, direkt nach dem Regierungswechsel in Berlin. Und aktuell wird es ja gerade wieder gefordert von der CDU. Und da bin ich ehrlich gesagt ziemlich froh, dass sie gerade nicht eine Regierung sind, denn wir lassen es dabei, es gibt keine Null-Toleranz-Zone in Berlin. Und wir bereiten gerade ganz konkret in Berlin ein Modellprojekt vor. Ein Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene. Das wird eine Studie sein, da muss man sich registrieren lassen, da kann man teilnehmen und dann wird es Stellen geben, wo es für einen begrenzten Personenkreis Cannabis legal gibt, könnt ihr dann erwerben. Dann wird da so ein bisschen geforscht und dann wird man sehen, dass davon das Abendland nicht untergeht, sondern dass alle davon profitieren. Das wollen wir damit zeigen. Wir bereiten das vor, wir hoffen, dass es im Herbst beantragt wird und dann im nächsten Jahr starten kann. Genau. Wir machen neue Ansätze in der Drogenpolitik, aber nicht nur bei Cannabis. Das wäre nicht weit genug gesprungen. Es gibt ja auch noch andere Substanzen, die die Menschen so zu sich nehmen. Wir haben noch andere Projekte in Berlin. Wir bereiten gerade ein Projekt vor, das nennt sich Drug-Checking. Bei Drug-Checking geht es darum, dass Menschen die Substanzen, die sie auf dem Schwarzmarkt kaufen, analysieren lassen können. Sie können sich darüber informieren, was ist da drin, was ich dort auf dem Schwarzmarkt bei irgendeinem Dealer gekauft habe. Ist das gut oder ist das Dreck? Und dann können Sie ganz eigenständig, eigenverantwortlich entscheiden, ob Sie diese Substanz zu sich nehmen wollen oder nicht. Weil wir halten die Leute für mündig, wir halten sie für erwachsen und sie können selbst entscheiden über ihren Körper und über die Substanzen, die sie zu sich nehmen oder nicht. Deswegen machen wir Drug-Checking in Berlin und wir hoffen auch, dass das im Herbst starten kann, das Projekt. Parallel gibt es ein Projekt zur Gesundheitsprävention in der Partyszene. Auch da wird ja ziemlich viel konsumiert in Berlin und auch da setzen wir auf Aufklärung statt Verbote, weil wir einfach mal akzeptieren, dass Menschen seit Jahrhunderten Substanzen aller Art zu sich nehmen und denjenigen, die wirklich ein Problem haben mit Abhängigkeit, mit Sucht, denen hilft ein Therapeut und kein Staatsanwalt. Wir werden in Berlin auch noch weitere Drogenkonsumräume schaffen. Das ist auch ein großes Thema. Natürlich gibt es in Berlin viele Heroinabhängige, denen es ziemlich dreckig geht.
Und diese Leute sollen in den Drogenkonsumräumen sauber ihren Schuss setzen können, damit sie sich keinen Dreck reinspritzen, sondern dort sauber konsumieren können und dann die ärztliche und die therapeutische Hilfe bekommen, die sie brauchen. Das sind so ein paar Beispiele, die wir machen in Berlin. Das heißt, wir tun, was wir können. Aber, es gibt natürlich noch ein Aber, es ist ja völlig klar, haben ja meine Vorredner auch schon gesagt, die wichtigsten Spielregeln werden auf Bundesebene gemacht. Wir haben da ein bisschen Spielraum in Berlin, aber das Wichtigste, nämlich das Thema Entkriminalisierung, wird auf Bundesebene entschieden. Und da ist es einfach ein Skandal, dass wir in Deutschland immer noch stagnieren. Andere Länder machen es vor. In den USA schreitet die Entkriminalisierung voran. Cannabis wurde in Kanada legalisiert. Man muss auch gar nicht so weit weggucken. Es gibt in Portugal zum Beispiel eine sehr fortschrittliche Drogenpolitik. Da haben die es geschafft, die Zahl der Drogentoten ganz massiv zu senken, die Zahl der HIV-Neuinfektionen ganz deutlich zu senken. Das haben sie geschafft, indem Leute dort eben nicht mehr in den Knast gehen, wenn sie konsumieren oder Drogen besitzen. Und da muss man einfach mal sagen, wir brauchen in Deutschland auch so eine Drogenpolitik, weil solange wir die Leute in den Knast stecken, wenn sie Drogen konsumieren, wird alles nur schlimmer. Und das ist einfach ein Skandal, dass es immer noch so bleibt. Also, wir sind ja hier, um den Leuten zu zeigen, in der Bundesregierung, im Bundestag, sitzt ja leider in der Bundesregierung so Leute wie Jens Spahn, der Gesundheitsminister, oder Horst Seehofer, die sich wahrscheinlich schon 100-mal mehr mit Alkohol vergiftet haben, als wir alle zusammen mit Cannabis. Denen zeigen wir, dass Deutschland reif ist, dass die Zeit reif ist für Entkriminalisierung in der Drogenpolitik. Und wir werden jedes Jahr auf die Straße gehen, jedes Jahr es denen zeigen, bis es durchgesetzt ist. Und schön, dass ihr alle da seid. Lasst uns zusammen eine große Parade machen. Vielen Dank.